Heute Mittag erneute Schneefälle, erneute Schwierigkeiten hier im Seehafen Rostock. Seit Freitagmittag liegt der Gütertransport fast still. Mit Unterstützung der Genossen der Nationalen Volksarmee bereiten die Hafenarbeiter, soweit es möglich ist, die Normalisierung des Umschlags vor. Im Stadtgebiet Rostock geht es um die Normalisierung des Nahverkehrs. Hunderte freiwillige Helfer haben erreicht, dass der Straßenbahnverkehr aufrechterhalten werden konnte. Erneute Schneefälle und Verwehungen zwingen, immer wieder an demselben Schwerpunkt einzugreifen. Freiheit ist der Glauben bei Plastik in der Blutbahn, Plaste in den Augen, so fängt der Tag erst gut an. Plaste immer in den Händen, selbst wenn ich dich zärtlich greife, ist noch Zeit zu wenden oder verblühen wir vor der Reife? Was lassen wir den Lütten, die jetzt noch Samen sind? Eine Welt aus Plastikhütten, wo alles arm verrinnt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, denn SUV macht mich zum Hater. Ich ritz im XR in den Arm rein, ich bin so alt, doch werde jetzt Greta. Und wann zieht der Frost von der See auf den Fleck, wo ich noch steh? Und da man uns als Kinder liest, muss man danken, dass man uns nicht erschießt. Nicht erschießt, nicht erschießt, nicht erschießt, nicht erschießt, nicht erschießt, nicht erschießt. Der Dieselkatechismus nimmt mir die Lust zu boxen. YouTube Maskulinismus, Influenz, noch ein paar Runden. Wenn du die Beine weit spreizst, dann bin ich noch verzaubert. Denn ich dachte bereits, es gibt nichts, wo Menschlichkeit noch lauert. Doch dies Fleisch will ich naschen, es soll das Einstige sein. Das Plastik aus den Taschen, wir füllen Leben rein. Den anderen Fleischeshäusern, hier muss jeder Riegel brechen. Damit Menschen und Tiere ungefressen sich besprechen. Und wann zieht der Frost von der See auf den Fleck, wo ich noch steh? Und da man uns als Kinder liest, muss man danken, dass man uns nicht erschießt. Winterdienstes sowie Traktoristen und Kraftfahrer aus Landwirtschaft und Industrie waren in der Silvesternacht und heute pausenlos im Einsatz.